Israel und das bekannteste Raketenabwehrsystem der Welt, der Iron Dome. Bild-Chefreporterin Antonia Yamin ist exklusiv vor Ort. Der Standort ist etwas geheim, aus Sicherheitsgründen kann man den nicht freigeben, aber ich führe euch hin. Wir fahren blind durch das Zentrum Israels. Nichts in unseren Bildern darf verraten, wo die Eisenkuppel genau steht. Denn diese Information könnte die Hamas für noch gezieltere Angriffe auf Israel verwenden. Es begrüßt uns Anael. Anael ist erst 20 Jahre alt und bereits Kommandantin der Iron Dome-Anlage, die wir besuchen. Unser System ist sehr entscheidend. Im Israel-Gaza-Konflikt 2021 wurde eine hohe Anzahl von Zielen, hunderte Ziele, hier in der Region, die wir verteidigen, unter Beschuss genommen. Hätte es diese Systeme nicht gegeben, wären die feindlichen Raketen einfach hier eingeschlagen und Menschen wären getroffen worden. Können Sie verstehen, warum man dieses System im Ausland, in Europa, auf einmal kaufen möchte? Natürlich. Dieses System ist recht leicht zu bedienen. Es lässt sich recht einfach transportieren und bietet eine relativ gute Verteidigung. Wie genau das Raketenabwehrsystem funktioniert, erklärt uns Reserve-Brigadegeneral Doron Gavish. Er war nämlich Leiter der Luftverteidigungseinheit 2011, als der Iron Dome seine erste Rakete abfing. Das System Iron Dome besteht wie alles bei der Armee aus drei Komponenten. Einerseits haben wir das Radarsystem, das die abgefeuerte Rakete erkennt, und wir haben das Kontrollzentrum, wo die Kämpfer und Kämpferinnen sitzen. Sie erkennen die Rakete mit Hilfe dieses Radarsystems. Und dann drückt man. Genau, die drücken auf den Knopf. Wir bekommen das Signal und von hier aus wird die Abfangrakete abgefeuert, was eigentlich die dritte und bedeutende Komponente des Abfangsystems ist. So sah der Himmel über Tel Aviv im Mai 2021 aus. Das sind keine Sterne, das ist Raketenregen. Die Sirenen heulten ohne Pause. Das bedeutet Dauereinsatz für den Iron Dome. Hier in der geheimen Iron Dome-Anlage ist es momentan ruhig. Aber in Israel kann es in Sekunden von 0 auf 100 gehen. Die Soldatinnen und Soldaten, die hier stationiert sind, sind auf alles bereit. Anael mag es eigentlich nicht, ihre Soldatinnen und Soldaten bei 35 Grad Hitze rennen zu lassen. Aber nur so sind sie für den Stichtag vorbereitet.